Wir hatten im sechsten Teil unseres Workflows mit Rhino, Grasshopper und Sophistic eine parametrische Spannbetonbrücke zu erstellen, die Stütze erstellt. Hier haben wir es nochmal. Wenn ich auf die Komponente Extrude klicke, sehen wir da hinten die Stütze, die wir ja im Abstand von 50 Metern hier vom Ursprung erstellt haben, einfach um mehr Platz zu haben, um mehr zu sehen. Jetzt wollen wir diese Stütze an diesen Ort hier bringen. Und ja, natürlich wollen wir das so machen, dass es auch später parametrisch ist. Das heißt, wenn wir die Achse ändern, dass dann die Stütze auch mitgeht. Und dafür bietet sich an, auf die Placements zurückzugreifen. Sie erinnern sich sicherlich, wir hatten Placements erstellt und diese hier der Achse zugewiesen. Und da sehen wir nochmal die Placements. Und das sind ja Orte entlang der Achse, an denen etwas Besonderes passiert. Und ein Auflager ist natürlich was sehr Besonderes. Das hier ist also unser Placement an der Station 80. Gut, also wir gehen hier weiter bei Extrude. Schauen mal in Sophistic rein, in die Komponenten der achsbasierten Modellierung und finden da auch Placement Transform. Das ist also unsere Komponente, mit der wir jetzt der Stütze sagen wollen, wo sie denn hin muss. Gut, schauen wir rein, was brauchen wir? Das erste hier ist die Achsendefinition. Ja, gehen wir direkt mal zurück. Wo war die Achsendefinition? Hier im Bereich Überbau haben wir die Achse definiert. Und also gehe ich von hier aus, ja, und stöpsel das da hinein. Also Achse, Definition haben wir schon mal. Was wir jetzt noch machen, ich gehe nochmal hier unten hin. Es wird ja so sein, dass hier aus dieser Achsendefinition sehr, sehr viele Kabel rausführen. Und deswegen, um das übersichtlich zu gestalten, kann man hier auf so ein Kabel draufklicken, Doppelklick, dann erscheint ein Relay. Und das ist sehr hilfreich, weil dieses Relay können wir einfach bezeichnen. Und ich schreibe da mal Stütze rein, damit wir später dann, wenn das hier voller wird, immer noch wissen, welches Kabel wo hinführt. Mehr ist das nicht. Wenn man es wieder löschen will, klickt man drauf und drückt Entfernen. Also, das ist unser erster Plugin sozusagen. Gucken wir uns das zweite an, Section Points. Ja, das ist jetzt die Frage, wo soll, an welchem Querschnitt, an welchem Punkt, welches Querschnitt soll die Stütze landen? Und da gehen wir auch nochmal hier rein in unseren Unterzugsquerschnitt oder unseren Brückenüberbauquerschnitt, ist ein bisschen größer als ein Unterzug. Und das war ja hier. Querschnittsdefinition Überbau, View Section, klicke ich mal an und Sie erinnern sich, dann erscheinen hier diese Punkte alle, die Definition von den Punkten. Ja, vielleicht muss ich es mal besser zoomen mit dem Fenster hier. So, wenn ich jetzt mit dem Mausrad langsam randrehe, sehen wir hier schon den Punkt, den wir haben wollen, nämlich genau in dem Punkt wollen wir ja unsere Stütze platzieren und der heißt 0108. Okay, also gehen wir hier rüber, machen uns ein Panel 0108 und stecken das da hinein. So, das war der zweite Punkt. Das nächste ist jetzt die Station. So, Station. Schauen wir nochmal zurück. Station hatten wir ja hier definiert, also mit Station sind die Placements gemeint. Und wir hatten hier drei Stationen definiert. 50,5, 80 und 110,5. Das sind ja die drei Auflager. Und wir wollen an Station 80 gehen. Ich nehme das mal. Ich mache mal hier nochmal erst ein Panel. Ein leeres Panel. So. Mal gucken, dass ich das ein bisschen übersichtlicher hier verschiebe. Vielleicht so.
und hole jetzt eben dieses Placement hier. Das hole ich, diese Definition der Placements, und stecke das mal hier rein, damit wir es nochmal sehen. Jetzt sehen wir es einfach näher. Das war Zweck der Übung, dass ich es näher hierbei habe. Wir wollen auf, das ist ja wie eine Liste, wir wollen auf das Element Nummer 1 hier der Liste zugreifen. Und wie greift man auf ein Element einer Liste zu? Dafür gibt es hier oben die Sets, und dort unter List kann man das aufklappen, und dort gibt es List Item. Das wähle ich aus. Setzen wir uns hier hin. Und wenn ich jetzt diese Werte hier reinstecke, dann ist jetzt in diesem List Item eine Liste, auf die wir zugreifen können, und zwar über den Index. Ich mache mir wieder ein Panel und sage mal, ich möchte die Nummer 1 haben, weil das ist die Nummer 1, die 80. Genau diesen Wert möchte ich haben. Man könnte hier auch nochmal ein Panel hinmachen, um mal zu schauen, was man denn da bekommt. Ja, und da sieht man genau, das ist das, was wir haben wollen. Also aus dieser Liste holen wir uns den Index 1 raus, und das ist genau die 80. Den kann ich wieder löschen, weil das geht da rein. Wir wollen also an die Station 80. So, was brauchen wir noch? Hier haben wir Baseplane. Ja, schauen wir nochmal hier im Grundriss, sehen wir, wir hatten ja 50 Meter entfernt diese Stütze erstellt, und deswegen müssen wir auch genau diese 50 Meter hier eingeben. Also noch ein Panel, also x0, y50 und z auch 0. So, stecke ich da rein. Damit haben wir also das Placement transformiert, und wir sehen auch hier oben, muss man ein bisschen rüberschieben. Wenn ich hier draufklicke, sehen wir hier in grün, sind wir jetzt genau an der richtigen Stelle. Und jetzt müssen wir natürlich nur noch die Stütze auch ja tatsächlich transformieren. Und dafür gibt es hier oben Transform unter den Util den Befehl Transform. Also setze ich mir dahin. Was geht da rein? Es geht die Geometrie herein. Die Geometrie ist natürlich hier aus unserem Extrude. Ich gehe noch ein bisschen zurück, dann können Sie es besser verfolgen. So, also wenn ich hier draufklicke, da in grün, können Sie erkennen, das ist unsere Stütze. Die wollen wir jetzt transformieren. Also stecke ich den da rein. Und um welchen Wert? Ja, natürlich hier um den, den wir jetzt hier eingestellt haben. Also stecke ich den da rein. Ja, und schon ist die Stütze dort angekommen. Ja, wenn ich das mal ein bisschen zoome nochmal hier. Fenster. Dann sehen wir, dass die Stütze jetzt exakt an dem Querschnitt, eben an dem Punkt 108 dranhängt. Tatsächlich ist es aber so, dass wir hier noch ein Auflager, sozusagen Elastomerauflager anbringen wollen, beziehungsweise wir wollen ja hier auch einen Raum haben, um eine Kopplung zu erstellen zwischen dem Überbau und der Stütze, und deswegen würde ich jetzt die Stütze noch um einen Wert, zum Beispiel 10 cm, heruntersetzen. Und das machen wir hier im Bereich der Stützendefinition. Das war ja die 50 Meter, die wir in Y-Richtung gegangen sind. Jetzt schreibe ich hier rein minus 0,10. Darf kein Komma sein, sondern muss ein Punkt sein. Minus 0,10. Okay, ja, und Sie haben gesehen, jetzt haben wir hier also 10 cm Abstand. In diese 10 cm können wir dann später wunderschön unsere Kopplung einbauen. Ja, das war unsere Stützentransformation. Das nächste, was wir dann machen werden, ist
dass wir der Stütze auch ein statisches System und auch ein tatsächliches Auflager hier unten am Fußpunkt dann mitgeben wollen. Das war es für dieses Video. Freue mich, wenn Sie beim nächsten wieder dabei sind.